Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Bravely Second End Layer. Wir sind jetzt hier und müssen uns für einen von beiden entscheiden. Ich habe mir ein paar Überlegungen gemacht und mir ist dabei eingefallen. So. Ja, das sind nochmal dieselben Texte und ja, wir müssen uns für einen von beiden entscheiden. Das Problem ist, ich möchte den Time Mage Asterisken gar nicht haben. Ich habe sehr viele Support Asterisken. Ich habe die Performerin, habe ich. Ich habe den Astrologen. Was habe ich noch? Naja, das sind schon die Main. Ich habe Weißmagier und Bischof. Das ist für mich auch noch Unterstützung. Der Tortenmann, der ist auch für mich eine Unterstützung. Also ist meiner Meinung nach haben wir sehr viel Unterstützung. Wobei, was haben wir physisch? Wir haben den Catmancer, wir haben den Ninja. Wir haben ja den Hawkeye, den müssen wir auch mal ausprobieren. Ich bin mir noch unsicher, aber ich überlege gerade. Ich hab den Dark Knight, den Time Mage habe ich. Ach, ich bin mal jetzt hier für arme Gesetze behalten. Ich will lieber die armen Gesetze behalten, als die Steuern zu kürzen. Das ist mein. It might seem crazy to risk financial ruin just to take care of the poor. But if you think of a country as a family, then it's not crazy at all. Families have to take care of their sick, their elderly, and most of all their children. Those who can't work need to be supported. What kind of nation are you if you can't do that? Precisely. Such a nation, such a family, would not be worthy of the name. This is starry-eyed nonsense, you hear me? Nonsense! A society where the able-bodied must toil endlessly to put food on the plates of strangers? Such a nation is sick and broken! Look who's talking nonsense now. You want to know what's sick and broken? Turning a blind eye to those who suffer, that's what. I see your game. In order to crush my proposal, you would drive me into exile. I ask you again, where do you stand? The fate of a nation hangs in the balance. Besiege Kammer, um den Zeitmagier Asterisken zu. Ja, gut, das habe ich schon begriffen. Verschaffe deinen verbindenden Unterstützungszauber und Vorteile, während du selbst mit Attacken wie Meteo zuschlägst. Opfere TP, um mächtige Angriffe zu starten. Sei ein einsamer Wolf und riskiere dein eigenes Leben, um deine Feinde wie kein anderer zu erledigen und deine Freunde zu beschützen. Bin ich mir da sicher? Ich unterstütze Alternis. Okay, ich merke gerade, dass wir noch den Astrologen. Die beiden Typen neben ihm sehen lustig aus. Der hat nichts, was alle angreift. Das ist immer so. Das finde ich immer doof. Aber das liegt an der Waffe. Einfach mal, um das Ganze ein bisschen zu mindern. 6900 Schwäche Blitz Humanoid. Okay. Seisra. Das ist nicht so toll. Ja gut, die müssen wir wegkriegen.
Nachts alle angreifen. Das klingt doch gut. Und nochmal alle heilen. Okay, das ist schlecht. Das ist gut, dass die 3000 Schaden nehmen. Wow. Der haut den richtig platt. Okay, Kramer Fußsoldat verteidigt und du kannst sie wiederbeleben. Nee, Hammer bringt nichts. Gut, dass ich das nach hinten verzogen habe. Weil so kann sie das, kann sie jetzt wiederbeleben ohne Probleme. Verteidige dich. Weich mal aus. Und das ist die notwendige Genesung. Ja gut, er kommt ja immer mit seinem Seisra, deswegen haben wir gerade ein leichtes Problem vielleicht. So. Lodernder Wolf. Halt, Lodernder Wolf. Wolfsfang. Spießhorn. Wolfsfang. Ninja-Kunst. Trefferanzahl erhöhen. Physische Gunst. So. Und du machst erstmal ein Objective. Ich muss erstmal identifizieren, was der kann. Das wäre ja gar nicht mal schlecht. Aber ich gehe davon aus, dass er wie seine Anhänger, glaube ich, eine Blitzschwäche hat, wenn ich es richtig weiß. Wobei er hat vorhin keinen Schaden genommen. Boah. 3000 mit jedem Angriff. Okay, der hat noch 5000. Ein Glück, dass er ihn nicht erledigt hat. Das wäre vielleicht schlimm. Da hätte Idea keine EP bekommen. Das geht ja mal gar nicht. So. Der hat 3000. Halt, nehmen wir Feuer, wenn wir schon. Wir haben ja die Verstärkung durch die beiden Stäbe. Und das sollte eigentlich. Ja, das sollte jetzt lang. Tja, leichter als erwartet, aber ich finde, die Nebenbosse sind immer etwas leichter im Vergleich zu den Hauptbossen. Also gerade weil hier auch keine Sonderfähigkeiten irgendwie einfließen, gerade im Punkt. Gerade in dem Punkt wie beim Partizier, dass einer aus der Gruppe fehlt oder dass die so eine riesige Truppe an Unterstützung haben. Die haben halt immer zwei Leute oder so, die sie unterstützen, wenn sie nicht selbst Angreifer sind, und sonst sind sie halt Einzelgänger. Das. Hastga. Komet. 141 macht nicht viel. Ne, ein Zeitmagier. Nutze geschickt mit Zeitmagie bevorzugt Stäbe. Special Zeitsprung, Jobgeschick, Zeitmagie.
TPC. Oh, der hat MPA, aber kein, der hat kein S in irgendeinem Wert. Außer Stäbe hat er dann ein S. Naja. Er kann aber heilen. Er hat Regina, wenn ich es richtig weiß. And they need support, but they also need a nation to inherit. Your poor laws should provide the basic necessities, enough so the children and elderly can get by. And yes, you need to tax the working people to pay for what's needed, but within reason. That's how you build a strong nation. Having ideals is good, just so long as you don't trample over other people's rights to achieve them. Yes, you speak the truth. Ich denke mal, das käme bei beiden heraus. So, nach dem Motto, du kannst die Steuern nicht einfach abschaffen, du musst ein paar behalten. Is it true? They're raising taxes again? That's what they say. 30,000 pig for cheese, 40,000 for a slice of ham. Just as tasty, I say. Did I go too far? I mean, you can't have the poor laws if there's no money to pay for them. Oh, it's all right. There'll be money enough soon. Really? It's true, the taxes here are absurd and the price is ridiculous. But the crafts we produce are the finest in the realm. People all over are lining up to pay top coin for them. Added value, the economists call it. We turn wood from the forest into ships, tools, accessories, you name it. Sure, things cost a lot, but everyone's making enough to pay for it all, including the proprietress here. Ain't that the truth? And when the kids graduate from the new schools we built, they'll put their education to work and make more wealth. Yep. People know the government's got their backs, so they're not afraid to marry and raise lots of kids. Grandship's growing stronger day by day. All thanks to your ideals, Idia. Gee, I mean, that's good to hear. That reminds me. Remember that counselor? The one with the funny metal hat? Ah, the self-appointed minister of tax. Huh? Self-appointed? Yeah, turns out he wasn't even a citizen, which meant he wasn't eligible to be elected counselor in the first place. He kept giving speeches about developing heavy industry, fixing the engines, putting Grandship back in the sky. Well, he ran out of money, couldn't pay his room and board, and had to turn to the poor laws for handouts. Ha! He appreciated the poor laws then, didn't he? Wouldn't shut up about how brilliant they were. Eventually, he left the country, found some former employee of his to take him in. Any idea where he might be? Can't say that I do. Die Kinder sind gruselig. It's just nice to see the children happy. That's the most important thing, right? Also ich finde, dass die glücklich waren. Ich fand eher, die waren gruselig. So, ja, wir schmieden gerade Weltherrschaftspläne. Definitely. The other
staff is negotiable, but a country has to protect its children. That reminds me. Take a look at these, will you? The Chamber of Commerce wants to market them to tourists, but I thought it best to get your permission first. Our permission? For what? Huh? The beloved heroes of Grand Ship, a tapestry depicting the Warriors of Light? Whoa! Check out this pewter mug set! It's got my face on it! Look! Novelty wooden swords! Hewn of the finest wood. How much for one of those? Ah! 1 million pig? Pure merchants sure know how to turn a profit. Ain't that the truth? 1 Million für das ganze Set oder nur für einen Teil? Ich kann mir vorstellen, dass der Becher allein 1 Million kostet. Was schon heftig wäre. Gut. Okay, wir haben es geschafft. Wir sind bei Grand Ship durch. Haben ein bisschen Geld auf der Tasche. Die ganzen Kämpfe haben uns da schon etwas eingebracht. Das finde ich, das ist so das Beste an dem Ganzen. Mit diesen Doppelkämpfen, weil auch das Geld vermehrt wird. So, und mein Schiff wird weiter aufgebaut. Ich habe 256 Leute, dass die in 2 Minuten im Prinzip fast durch sind, die letzten Level. So, gucken wir mal, was wir hier noch an Spells haben. Okay, wir haben hier halt ziemlich viele Zauber, die wir noch kaufen müssen. Und ich kann mir den schon nicht mehr leisten. Ja, wir müssen weiter in Kämpfe gehen. Also, ich muss weiter Kämpfe bestreiten. Ah, da ist betreten. Wo ist dann der letzte? Ah, da. Äther. Mal sehen, ob wir was verkaufen können. Ich verkaufe normalerweise, ja gut, ich sollte die Sachen langsam mal einsetzen. Und hier, da müssen wir mal wieder was sammeln. Squid, das ist leider eine Grundsache. Bärenschläger könnte ich verkaufen. Hab ich von hier irgendwas, was mehr ist? Na, ich habe immer 4, also von den Armbändern sollten wir ja grundsätzlich 4 Stück haben. Weil die Effekte, die die auslösen, also gerade Schutz vor Tobsucht oder sowas in der Richtung, einfach zu stark sind. Hier Eisenhandschuhe für Fingergelenke, die machen nichts. Aber es gibt immer wieder solche, die helfen einem mit den Werten. So, wo ist denn das Pick? Das Schwein brauche ich. Oder war das da oben? Nee. Wo ist das Schwein? Ich möchte mich nämlich woanders hin teleportieren. Vielleicht da drin? Nee. Das heißt, wenn man, habe ich das da oben übersehen? Vielleicht ist es aber auch so, dass in Nebenstädten wie dem hier kein Schwein ist, weil man sich da, so nach dem Motto, man kann sich hier nicht hin teleportieren, also kann man sich hier nicht weg teleportieren. Nee. Nö, scheinbar gibt es in Grand Ship keinen Schwein. Vielleicht ist es auch Absicht. Ich meine, ich habe hier jetzt fast alles gekauft. So, und da seht ihr, während wir hier nur rumgelaufen sind, habe ich schon wieder was abgeschlossen, weil die Leute hier nur ein paar Sekunden brauchen, um das Ganze zu machen. Also 2 Minuten ist jetzt nicht ein paar Sekunden, aber 2 Minuten ist jetzt auch nicht die Welt. So, dann heben wir ab. Da ist die. Das ist in der Nähe von Eternia. Achso, ja, da sind wieder diese Säulen.
Ich gehe mal davon aus, dass wir sowas wie das Vampirschloss wieder kriegen. Wie im ersten Teil. Okay, da ist auch schon das zu Ende. Oh. Moment, hier möchte ich mal noch rein. Kann ich nicht. Irgendeiner hat mir doch... halt, falsches. Ich möchte hier raus. Nein, nein, nein. Hier raus. Ich wollte nämlich noch... Irgendwo gibt's doch... Da, das will ich. Irgendwo hier gibt's noch einen Ort, zu dem man kann... Ist es hier? Okay, da bin ich in die falsche Richtung gegangen, aber dann werden wir beim nächsten Mal hier weiter gucken. Und das, was ich gucken wollte, werden wir dann eben mal wann anders gucken müssen. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.